Ja, hallo liebe Leute. Wieder eine Folge Fishing Planet. Heute in Aktuba. Test für das dritte Qualifying von dem Brassenturnier. Und ja, gleich mal ein einzigartige Brasse gefangen. 3,331 Kilo. Da machen wir dann auch gleich mal ein Bild. Für das Video. Da ist die Sonne. Na, das gefällt mir nicht. Ein bisschen in die Sonne gehen hier. So. Nochmal das Ganze. So, erstmal eins fürs Thumbnail und dann nochmal eins fürs Steam. Ja, und das Ganze hier an diesem Spot bei der Brücke und dann hier zu diesem Hausboot, dicht an Schilf ran. Und dann darüber auf so ca. 60 Meter, 55 bis 60 Meter, in dem Fall 57 jetzt. Und da beißen die Brassen. Cool. Ich kann da schnell noch mal eine Markierung dazusetzen für den einzigartigen. Ich glaube, ich habe da nämlich nur eine Markierung für eine normale oder Trophy-Brasse. Schauen wir mal. Ja, auch schon einzigartige. Gut. Setze ich trotzdem noch eine dazu. Ah, die ist etwas weiter gewesen. Die war auf 60 Meter. Die von heute. Das war die vom letzten. Ja, genau. 27.02. letztes Jahr. Und jetzt 17.02.21. Fast ein Jahr später. Minus 10 Tage. Aber in dem Bereich kann man sie gut fangen hier.
Genau, hier ist es leichter, eine einzigartige zu fangen, als an Genternoisen oder wo war das letzte? Sander Baggersee, Deutschland. Da habe ich immer nur Trophys oder normale. Hier hat man häufiger mal eine einzigartige, obwohl es an beiden Gewässern, also Genternoisen und Baggersee, auch einzigartige gibt, habe ich da noch nie eine einzigartige gefangen. Immer nur normale oder Trophys. Und da haben wir die nächste. Das könnte ein Trophy sein. Brasse in Trophy-Größe. Oh, hier geht es schon besser ab. So, andere Stellen, wo es gute Brassen gibt, habe ich hier noch nicht gefunden. Deswegen angel ich die immer hier. Weil auf dem Spot ist Verlass. Eine fangen wir noch fürs Video. Na komm, Brasse. Lass nicht so lange auf dich warten. Ah, ich vergesse jedes Mal. Jedes Mal vergesse ich das hochzustellen wieder. Die Lautstärke. Ausrüstung ist immer noch die gleiche wie im letzten und vorletzten Video. Wer da genaueres wissen möchte als das, was er jetzt sieht hier, kann dann ja in das vorletzte Video reinschauen. Da habe ich die Ausrüstung komplett gezeigt. Im letzten Video habe ich vergessen, den Spot zu zeigen, wo er genau ist, aber das kann ich jetzt nochmal nachholen. Und zwar ist es am Bootssteg und dann, wie gesagt, Bootssteg ganz nach vorne gehen, bis ans Ende.
und einfach gerade rausschmeißen auf 60, 61 Meter. Wie ihr es im Video gesehen habt, wenn ihr es geschaut habt, das Video. Was ich ja wohl hoffe, dafür mache ich die ja, dass sie geschaut werden. Na, jetzt lässt die Brasse aber auf sich warten hier, wa? Dann fängt man ja erst eine einzigartige, dann eine Trophy und dann passiert ja plötzlich gar nichts mehr. Haben die Brassen jetzt keinen Hunger mehr? Oder was ist hier los? Kann ja wohl nicht Warzenschwein. Solange es noch ein bisschen neblig war, haben sie gut gebissen und jetzt, wo die Sonne drauf knallt aufs Wasser, beißt nichts mehr. Obwohl temperaturtechnisch hat sich so viel noch nicht verändert. 15 Grad Wasser, 14 Grad Luft. Luftdruck hat sich auch nicht geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, wie gesagt, der Sonneneinfall. Bei Nebel kam natürlich weniger Sonne durch. Es will wohl nichts mehr beißen. Ich werde nochmal neu auswerfen. Manchmal hilft das.
Aber Qualifying findet bei Sonnenschein statt. Und wenn jetzt hier bei Wolke, ist eigentlich Wolkenwetter und trotzdem ist hier mehr blauer Himmel als Wolken. Was ich auch ein bisschen komisch finde. Wird hier mal. Ich drehe da. Ist mehr Sonne als Wolken. Ist wohl gerade so eine Flautenphase. Aber den kann man ja hier umgehen, indem man mal auf die Beißkurve guckt, im Wetterbericht. Geht gerade so ein bisschen abwärts. Dafür, dass Wolke angesagt ist, ist es ganz schön sonnig, wie gesagt. Gut. Gehe ich einfach mal eine Stunde vor. Nee, falsch. Da wollen wir hin. Ja, gehen wir mal auf 9 Uhr. Immer noch so sonnig. Jetzt steht die Sonne noch höher. Also für mich ist das eher Mischwetter als sonnig, als wolkig. Dass es hier als Wolke angezeigt wird, finde ich schon sehr merkwürdig. Aber manchmal spinnt das ja auch. Zeigt Wolke an und dabei ist Mischwetter oder Sonne. Manchmal zeigt Sonne an da oben und dann ist es total bewölkt, habe ich auch schon gehabt. Na gut, dann machen wir es mal anders. Ja, obwohl, jetzt habe ich gerade die Zeit vorgespult. Ist natürlich schlecht. Kostet mich das ein Bitcoin. So, nächsten Tag haben wir Mischwetter. Auch 3 Minuten. Gut, dann warte ich die 3 Minuten noch. Spare ich ein Bitcoin. Außer es beißt jetzt noch eine in den 3 Minuten. Dann brauche ich auch nicht mehr vorspulen, weil einen wollte ich jetzt noch zeigen. Ein Biss. Eine Brasse. War ein bisschen kurzer Auswurf. Ich glaube, ich werfe nochmal neu aus. 54 Meter ist dann doch schon ein bisschen sehr kurz. Ich will jetzt auch mal wieder ein bisschen weiter werfen. Wieder auf 60 Meter. Das dürfte ungefähr da sein. Passt.
Ja, schon merkwürdig, ne? Wie denn plötzlich gar nichts mehr beißt. Erst sehe ich richtig fetten und dann wie abgeschnitten. Aha. Kaum nimmt man die Hand von der Maus, um zur Flasche zu greifen und was zu trinken, dann beißen sie. Das ist immer das Gleiche. So, jetzt haben wir eine normale, eine Trophy, eine einzigartige. Mehr kann man nicht zeigen. Gut, dann zeige ich euch trotzdem nochmal in diesem Video auch nochmal die Ausrüstung. Und zwar ist das die Big Ellie 450, senkt aber auch die 330 und alle dazwischen. Also alle von 4 bis 9 Kilo. Ja, die geht von 3 bis 9 und die andere geht, glaube ich, von 1 bis 4, wenn mich nicht alles täuscht. Und dazu die Big River 6500 mit 8,6 Kilo. Schnur hat 8,65 Kilo. 125 Gramm Blei. 9 Kilo Vorfach. Raute zweier Haken. Erbse als Köder und die ganz empfindliche Glocke. Empfindlichkeit X hoch. Also wirklich das Empfindlichste, was man kaufen kann. Vorfach habe ich auf 1 Meter gekürzt, aber 1 Meter 1, ist mir 1 Zentimeter verrutscht. Ist aber nicht ausschlaggebend. Habe auch nur eine Federroute mit. Sonst habe ich hier nochmal Grundrouten, dass ich hier nochmal ein bisschen Geld machen kann mit Welsen, bevor ich hier abreise. Abreise, besser gesagt. Nochmal zwei Matchrouten. Da habe ich die Karpfen mitgefangen. Spiegel, sag ich schon, Silber- und Marmorkarpfen. Gestern am Sander Baggersee, um da noch ein bisschen Geld zu machen. Weil mit den Brassen macht man ja kein Geld. Habe ich da noch, ja, eine Spinnroute. Die habe ich gar nicht benutzt die letzten Tage. Oh, okay, Leute. Das war es denn soweit. Ich werde hier noch ein bisschen Zander angeln. Ich muss mal kurz gucken, was brauche ich denn hier noch für die Aktuba. Ein Beluga, ein Karpfen. Und da brauche ich noch Hecht, Zander, Rapfen und Döbel. Und da brauche ich noch Schleiel, Silberkarausche, Flussbarsch und Ziege. Habe ich noch einiges zu tun hier, bevor ich abreise. Ja, euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und viel Erfolg beim Turnier nächste Woche. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, dass ihr besser Bescheid wisst, wo und wie die Brassen zu fangen sind. Bis dann denn. Tschüss.